Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Heute voraussichtlich mit dem letzten Mal, wo ich im Level-Editor spielen werde. Und auch das letzte Mal heute voraussichtlich, dass ich ein Level für euch hochladen werde. Und bevor ich die Level der letzten Woche spielen werde, das war Pipe Paranoia und Inside the Volcano. Ja, ich habe Nachrichten, schön. Ja, meinetwegen. Auf jeden Fall, vorher werde ich euch noch kurz das neue Level zeigen, das letzte reguläre, das ich jetzt hochladen werde. Vielleicht werde ich dann nach Part 84 noch Lust haben auf weitere Level, die ich bauen will und dann hochladen werde, aber das kann ich euch nicht versprechen. Also auf jeden Fall, das hier wird jetzt erstmal nicht so das letzte sein. Ist auch kein besonderes mehr. Also bei Pipe Paranoia, das war so das letzte ganz besondere, wo ich mir viel Mühe gegeben habe, was das Design angeht und so weiter. Und das nächste, das ist einfach, oder das letzte ist einfach nur nochmal so ein Bonus, was nichts Besonderes ist. Und zwar Amiibo and Big Mushroom Museum, also Museum nennt sich das Ganze. Ich habe es noch gar nicht geschafft, aber das sollte kein Problem sein. Das ist nämlich einfach nur ein Museum von den ganzen Amiibos, denn das soll eben auch so ein kleiner Beweis dafür sein, dass ich mittlerweile die 100% in der Hinsicht erreicht habe, so ziemlich so ungefähr zumindest. Denn wir können hier sehen, dass ich mittlerweile alle Amiibo-Kostüme freigespielt habe, also oft genug die 100 Mario-Herausforderungen gespielt habe auf leicht, normal und schwierig, vor allem auf schwierig war das ziemlich anstrengend. Ihr könnt sehen, die letzten drei Dinger fehlen mir natürlich noch, ja, aber das sind halt noch die besonderen Event-Level und die werde ich dann natürlich auch noch bekommen, die werde ich euch dann auch noch immer zeigen. Keine Angst, aber erstmal die ganz normalen 100, die habe ich alle und die ganz normalen 100, die sind auch hier überall in den ganzen Blöcken verteilt. Ich habe auch zwischendrin immer solche Donnerblöcke eingebaut, wo man nach unten fallen kann. Ich habe extra Donnerblöcke gemacht, dass man nicht so einfach nach unten fallen kann. Denn die Amiibos haben ja auch spezielle Sterbesounds, deswegen... Ah, genau, damit man hier eben immer sterben kann und dann sich immer anhören kann, wie das anhört, wie sich das anhört, wenn die sterben. Türen habe ich auch immer eingebaut als Abkürzungen. Wer ist hier? Marth. Als Abkürzungen, dass man sofort zum Ende kommen kann. Denn die haben ja auch immer eine bestimmte Siegesanimation und Sound. So, dass man sich das dann eben auch gleich wunderbar anhören kann. Also sowohl beim Sterben als auch beim Sieg kann man sich das Ganze dann eben anhören. Und ganz auf der linken Seite, wenn man in die Röhre reingeht, dann ist da noch ein Megapilz oder wie auch immer das Ding da eigentlich heißt, im Museum. Das wollte ich euch nämlich auch nochmal unbedingt irgendwann zeigen und das kann ich jetzt schnell machen. Da oben sind nämlich die ganzen Gegner und wie sich die verändern, wenn ich den Superpilz hier oder Megapilz, wie auch immer, einsammle, weil das ist nämlich teilweise echt sehr interessant. Schaut mal die einzelnen Figuren alle an. Lakitu ist zu Luigi geworden und Kugelwillis, die aus dem Kugelwilli-Blaster geschossen werden, werden auch zu Luigi aus irgendwelchen Gründen. Viele andere Gegner kriegen Mario-Mützen und Mario-Bärte aufgesetzt, was auch sehr, sehr interessant aussieht. Bowser hat Peach auf dem Rücken und Bowser Jr. hat Luigi auf dem Rücken. Dann die Kanonenkugeln, die da rausgeschossen werden, sind sich drehende Luigis, was mega witzig ist. Dann hier, die Boohoos sehen auch sehr, sehr komisch aus und bei Bowser Jr. ist auch Luigi jetzt wieder auf dem Rücken, weil er sich dreht. Kamek ist zu Luigi geworden, auf Knochentrocken ist ein Luigi. Also irgendwie ganz, ganz viel Luigi ist hier auch und bei dem Kettenhund ist auch Luigi. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, was hier gemacht wurde. Auch wieder Türen als Abkürzungen, falls man die braucht und eben ein paar Megapilze, dass man die eben benutzen kann und sich die ganzen Gegner anschauen kann, wie die denn dann so aussehen. Also das ist schon wirklich ein sehr interessantes Feature hier. Und das war es auch schon. Hat keine Schwierigkeit oder so. Das Level soll eben nur nochmal einen Bonus darstellen. Das letzte Level, das von mir hochgeladen wird, eben nochmal hier auch zum Beweis eben, dass ich hier auch wirklich die 100% hier geschafft habe, was die Amiibo-Kostüme erstmal angeht, von den regulären 100 zumindest. Gut. Dann wäre das also auch geklärt. Könnt ihr gerne noch spielen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr ein bisschen was mehr herausfinden wollt über die Amiibo-Kostüme oder eben auch über den Megapilz, was man damit noch so alles anstellen kann, wie die ganzen Gegner aussehen, weil das wirklich sehr interessant ist teilweise. Ihr könnt auch ein paar der Gegner sogar noch schütteln und dann noch andere Effekte hervorrufen. Also da werden dann noch andere Sachen passieren. Das könnt ihr also auch noch ausprobieren. Also wirklich sehr, sehr interessant das Ganze. Gut. Dann spielen wir jetzt aber die beiden Level der vorherigen Woche. Wie schon gesagt, das ist Inside the Volcano und Pipe Paranoia und wir fangen an mit Inside the Volcano, was ein wirklich sehr schwieriges Level geworden ist. Ich glaube, einer von euch hat es bisher geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Also erstmal hier am Anfang ist der Vulkaneingang und hier am Ende ist der Vulkanausgang wieder. Hier ist dann auch schon das Ziel. Und ich habe den Eingang wieder mal symmetrisch aufgebaut. Also hier links ist ein Power-Up mit einem Pilz. Und die ganzen Stufen hier sind symmetrisch angeordnet. Und dementsprechend, da auf der linken Seite ja ein Fragezeichenblock ist, ist das auch auf der rechten Seite der Fall, nämlich hier. Und deswegen ist hier ein One-Up. Schön, oder? So, vier One-Ups gibt es, glaube ich, hier versteckt. Also, ja, gut, also theoretisch gibt es sogar mehr, die man sich holen kann. Sehen wir ja gleich. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier reingehen, dann wird jetzt eben alles hier zusammenbrechen. Und ganz, ganz viele Soundeffekte habe ich auch mit eingearbeitet. Und die Kugelblaster werden auch immer schwierigere Sachen zu schießen, sage ich mal. Also am Anfang schießen sie erstmal noch Feuerbälle, jetzt gleich schießen sie erstmal noch Feuerblumen, die man sich holen kann und sich auch holen sollte auf jeden Fall. Und da unten ist jetzt auch ein One-Up, das hole ich jetzt erstmal nicht, weil das mir gerade zu riskant ist, werde ich gleich nochmal zeigen. Das Ganze, da kommen jetzt so ein paar Treppenstufen weitere und es werden schon große Feuerbälle geschossen.
Und dann geht es hier weiter mit Bob-Oms, die auch noch explodieren. Und hier ist es ganz, ganz eng, hier rüber zu kommen. Deswegen auch die heftigen Soundeffekte. Und dann hier durchzukommen ist auch nicht einfach. Hier am besten, ja okay, hier, wenn man hier einen Hit einsteckt, ist es nicht so schlimm. Man hat ja noch einen extra. Hier schnell nach oben, am Ende bei der Treppe. Dann hier noch bei den großen Bob-Oms durch. Da ist noch ein Leben. Und damit ist man am Ziel. Oh mein Gott, und kriegt noch ein paar One-Ups zugefeuert von diesem letzten Ding da. Die Bob-Oms fliegen noch durch die Gegner. Also ihr habt gesehen, hier war mega viel los in diesem Level, was Soundeffekte und so weiter angeht. Und hier am Ende ist wieder dasselbe Spielchen. Denn hier links ist ein One-Up, ein verstecktes, und rechts ist wieder der Pilz, falls man den noch aus irgendwelchen Gründen brauchen sollte. Ich wollte das dann einfach nur alles wieder symmetrisch machen. Und dann ist ja auch schon das Ziel. Sah jetzt ziemlich einfach aus bei mir, weil ich es im ersten Versuch gleich geschafft habe, ja, aber das lag auch nur da. Also, wo ich das Level hochladen musste, habe ich es auch ein paar Mal spielen müssen, bis ich es geschafft habe, weil das ist echt nicht so einfach. Wir wollen jetzt mal kurz uns das hier genauer noch angucken, was es hier noch so alles zu sehen gibt. Also, wie gesagt, Soundeffekte habe ich mit ganz, ganz vielen gearbeitet. Ihr könnt sehen, jeder einzelne Kugelwiedeblaster wird irgendeinen Soundeffekt verschießen. Wie ihr seht, oder ja, nicht jeder, ja, ja, doch im Prinzip schon, weil die hier, die werden eh nie zum Schuss kommen, im Prinzip die mittleren da. Also im Prinzip jeder, der irgendwie relevant ist, wird einen bestimmten Soundeffekt von sich geben, weswegen hier eben das andeuten soll, dass ganz viel los ist. Hier am Ende nochmal ein bunter Mischmasch aus allen Soundeffekten, dass da eben am Ende nochmal richtig viel abgeht. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wie gesagt, die schießen auch immer schwierigere Dinge. Am Anfang nur noch normale Feuerbälle. Hier kriegt man zwischendrin mal eine Feuerblume eben. Das habe ich unbedingt so machen wollen, weil man nämlich die Feuerblume auch wirklich braucht, weil man ein paar Hits teilweise sogar einstecken muss. Also in dem Level komplett durchzukommen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden, ist fast unmöglich. So ziemlich, und deswegen habe ich eben hier auch dem Spieler eine Feuerblume gegeben, weil es ansonsten am Ende auch zu schwierig wäre. Hier in der Mitte ist ein One-Up, das man sich eben holen kann, wenn man die Zeit dafür hat. Da muss man halt hier nach unten und dann aber auch wieder schnell genug nach oben kommen, bevor das jetzt alles da unten in der Lava versinkt. Und dann hier weiter hoch. Also das One-Up, das sich zu holen, ist gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Und dann vor allem halt hier wird es dann halt schon sehr eng, weil ihr habt gerade eben gesehen, hier ist halt die Kacke wirklich extrem am Dampfen, weil das alles, na scheiße, weil das alles kurz vorm Einsinken ist. Und da gerade so nicht in die Lava reinzufallen, ist echt nicht easy, wie ihr sehen könnt. Das ist mega knapp gemessen alles. Und dann auch noch nicht von den Feuerbällen getroffen zu werden, ist auch nicht gerade einfach. Dann sind hier noch geflügelte Feuerbälle, und das ist jetzt eben der Punkt, wo man fast schon eigentlich einen Treffer einstecken muss. Also man kann das Ende hier auf zwei verschiedene Arten und Weisen lösen. Man kann entweder, so wie ich gerade, versuchen, hier ganz, ganz schnell durchzukommen und dadurch halt jetzt hier zum Beispiel einen Treffer einstecken zu müssen. Das ist aber trotzdem die bessere Variante, weil jetzt bin ich hier relativ schnell oben. Und kann mir sogar, ah verdammt, kann mir sogar hier oben noch das One-Up da holen, wenn ich schaffen würde. Und aus dem hinteren übrigens kommen auch nochmal One-Ups gefeuert, habt ihr gerade eben schon gesehen. Da kann man sich also nochmal eins dazu verdienen, wenn man will. Und, ja, wie soll ich sagen, also man kann es auch versuchen, anders zu lösen. Man kann auch versuchen, langsam zu sein und immer, na scheiße, und immer die Feuerbälle abzuwarten, bis die abgeschossen wurden. Das kann man auch probieren. Das funktioniert nämlich auch so irgendwie, aber es ist sehr viel schwieriger. Also einfach hier immer warten und immer unten bleiben, dass man hier eben gar nicht getroffen werden kann. Das Problem ist aber, dass die Treppenstufen jetzt immer größer werden, weil ich eben immer länger warte. Und deswegen, ja, okay, und deswegen habt ihr jetzt gesehen, der letzte Sprung war ganz, ganz knapp. Das hätte fast nicht mehr geklappt. Und auch das mit dem Bob-Oms ist dann ein bisschen schwieriger. Da muss man nämlich auch noch länger warten und da ganz vorsichtig sein. Also, ja, wie soll ich sagen, wie gesagt, man kann es auf zwei verschiedene Arten und Weisen lösen. Das Ende, entweder schnell sein und dafür halt einen Hit einstecken, oder warten, keine Hits einstecken, aber dafür halt am Ende dann doch mehr Probleme haben. Kann man eben auf zwei verschiedene Varianten lösen, wie man gerade lustig ist. Aber ansonsten finde ich eigentlich die Idee ganz cool. Die habe ich mir ja ein bisschen abgeschaut von diesem Bowser-Level da, von diesem Bowser-Puzzle-Dungeon oder sowas. Da wurde das ja auch verwendet mit diesen Willy-Blastern, die in der Lava versinken. Und ich finde die Idee total cool, dass die ganzen Plattformen unter einem versinken quasi. Man sich sehr beeilen muss, vor allem hier. Hier ist halt echt mega knapp die Stelle. Also es wird auch zum Ende hin natürlich wieder schwieriger. Das mag ich auch gerne so im Prinzip. Viele One-Ups sind auch versteckt. Und ich finde das Level eigentlich ziemlich cool, wie es so im Endeffekt geworden ist. Gut, dann hat das andere Level, wo ich wahrscheinlich sehr viel mehr zu sagen habe, weil das nämlich auch mehr Aufwand war zu machen. Also Pipe Power neu zu entwerfen war echt nicht so leicht, weil, also es hat schon, ja, was heißt nicht leicht, aber es hat auf jeden Fall eine Zeit lang gedauert, weil es nämlich schon nicht gerade klein ist, das Level, und auch, also ich finde das auch vom Design wieder ein ziemlich schönes Level. Es ist trotzdem nicht ganz so einfach von der Schwierigkeit her, aber ich finde, das ist ein schönes Level vom Design her. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal eine Runde, würde ich sagen. So, da rechts oben gibt es erstmal einen Power-Up und da geht es dann gleich rein. Man kann schon sehen, dass hier Soundeffekte sind, über der Röhre, die richtig ist. Und man kann auch die richtige Röhre daran erkennen, dass es die einzige ist, die ganz nach unten in den Boden reingeht. Und damit landen wir jetzt hier in diesem Turm, wo wir jetzt immer weiter nach oben klettern müssen. Also ich habe auch darauf geachtet, dass überall, also es gibt mega viele Münzen in dem Level. Es gibt, weiß nicht, 500 Münzen vielleicht im Level zu finden, was ein bisschen sehr viel ist. Ja, aber ich verteile einfach gerne Münzen irgendwie in Leveln, die ich auch einigermaßen schön designen will. Und deswegen habe ich halt hier sehr viele Münzen platziert, aber ist ja auch okay so. So, hier ist dann ein weiteres Power-Up, das ist auch wieder so ein Folge-Power-Up, also eine Blume in diesem Fall. Sehr schön, man hat jetzt ja auch zwei Wege.
Beim rechten Weg kriegt man eben das Power-Up, wenn man will. Aber dafür sind hier ein paar mehr Gegner und der Weg ist auch ein bisschen länger und ein bisschen schwieriger. Also schwierig ist er jetzt trotzdem nicht, nee. Aber der linke ist schon sehr viel kürzer. Muss man, glaube ich, einfach nur... Kommt da eine raus? Genau, da kommt eine raus. Muss man auf die hier aufpassen. Und da oben kommt, glaube ich, noch eine raus. Oder? Genau, da kommt auch eine raus. Aber dann ist man auch schon oben und ist im Prinzip schon da. Ihr könnt sehen, ich habe bei den Röhren darauf geachtet, dass es alles einigermaßen schön aussieht. Also immer an den Eckpunkten. Und nicht immer, aber oftmals an den Eckpunkten habe ich jetzt solche Blöcke hingesetzt, dass es eben einigermaßen schön aussieht. Also ich finde, das ist schon ganz ansehnlich. Also ich meine, es macht nicht wirklich viel Sinn, weil das Röhrenkonstrukt hier schwebt gerade in der Luft. Aber das hat Nintendo auch schon öfter gemacht, dass Röhren in der Luft schweben. Also ist es nicht so schlimm, finde ich. So, und jetzt hier nach oben können wir schon sehen, dass dort oben auf der linken Seite wohl irgendwie zwei Röhren sein werden. Und das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Und da unten sind an den Seiten eben Röhren, wo auch Brennerpflanzen rauskommen. Wie gesagt, das wollte ich auch unbedingt machen, dass man immer schon sehen kann, was im nächsten Raum auf einen warten wird, dass eben wirklich der Eindruck entsteht, dass man wirklich durch diese Röhre durchgegangen ist und jetzt nicht in einem völlig anderen Raum ist, was ja eigentlich der Fall ist. Wir sind ja jetzt ganz woanders im Unterbereich oder beziehungsweise im Oberbereich jetzt wieder. Aber trotzdem wollte ich halt es so wirken lassen, als würde man jetzt halt wirklich da einfach geradeaus nach oben gehen. So, hier kommen wir jetzt erstmal hier nicht hoch. Wir müssen jetzt nämlich hier schon ein bisschen einen kleinen Umweg gehen, nämlich hier so außen rum. Und da jetzt schon ein bisschen aufpassen. So, hier kommt auch eine raus. Also Feuerblume ist ja schon ziemlich mächtig, weil die einzigen Gegner, die es hier gibt, sind Piranha-Pflanzen. Es gibt keine anderen Gegner hier in dem Level, aber es gibt halt viele verschiedene Variationen von Piranha-Pflanzen, die auch immer stärker werden. Hier haben wir jetzt zum Beispiel schon feuerspeiende Piranha-Pflanzen gesehen, wie hier. Also ich habe auch immer versucht, dass ich immer pro Abschnitt mindestens, oder ja nicht mindestens, aber genau eine eigentlich neue Piranha-Pflanzenart irgendwie unterbringe. Also am Anfang waren es nur normale Piranha-Pflanzen. Dann waren jetzt schon Feuerspeiende dabei und ich glaube, hier sind jetzt schon riesige dabei. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist auch der erste Checkpoint übrigens, genau. Sehr schön. So, ich will dich mal töten. Das ist jetzt schon ein bisschen ein schwierigerer Raum, auch weil der ein bisschen rätselmäßig ist. Also ich werde sehr viel zu dem Level sagen. Der Part könnte ein bisschen länger werden. Sehen wir gleich. Oder ihr seht es eh schon. Auf jeden Fall, da war jetzt schon eine große, genau. Und da in die Mitte nach oben müssen wir. Da kommen wir aber noch nicht hoch, da brauchen wir erst noch was anderes. Nämlich da rechts unten ist ein Sprungbrett. Und genau das brauchen wir. Hier rechts ist eine Feuerblume übrigens. Und da auf der linken Seite waren nur ein paar Münzen. Also rechts auf jeden Fall das Power-Up ist sehr viel wertvoller, würde ich mal behaupten. Dann hier jetzt eben das Sprungbrett mitnehmen. Und das am besten irgendwie in der... Warum falle ich da immer durch? In der Mitte von dem Ding platzieren. So. Und dann gleich einen Sprung nach oben. Und weiter geht's zum nächsten Bereich. So, also es gibt insgesamt 7 Bereiche, glaube ich. Und das hier ist jetzt der 4. Oder ist es... Ich glaube, der 4. ist es, ja. Oder ist es der 3. erst? Nee, ich glaube, der 4. So, und das ist auch wieder ein bisschen komplizierter. Denn hier kommen wir überall nicht hoch, weil das gerade so ein bisschen zu hoch ist. Deswegen müssen wir hier auch wieder ein bisschen außen rum gehen. Und jetzt kommen auch schon geflügelte Piranha-Pflanzen auf einen zu als neue Gegnerart, die hier eingeführt wurde quasi. Aber mit der Feuerblume sollten die auch sehr machbar sein. Da links oben kommen ein paar Münzen rausgeschossen aus der Röhre, da wir gerade haben sehen können. Wenn man da schnell genug ist, kann man sich da auch noch ein paar holen. Es gibt auch sehr viele Power-Ups in dem Level, habe ich auch drauf geachtet. Weil es eben ein schön designtes Level sein soll und nicht unbedingt nur auf Schwierigkeit aufbauen soll. Also da kann man sich noch ein paar Münzen mitnehmen. Mir ist übrigens aufgefallen bei dem Bauen des Levels, dass wenn ich Münzen in Röhren platziere, dass sie dann nur genau 3-mal Münzen verschießen und zwar jeweils 10 an der Zahl. Ich dachte, die würden das unendlich oft machen, aber es werden da quasi insgesamt nur 30 Münzen verschossen. Ich dachte, es wären unendlich viele, aber nee, es sind nur insgesamt 30, aber auch okay. Sondern das ist auch wieder ein symmetrischer Raum, wo man sehr gut aufpassen muss, weil hier ziemlich viel los ist gleich mal am Anfang. Hier in den Mulden immer verstecken und ja, die Feuerblume ist hier auch wieder sehr mächtig, weil ich einfach die ganzen Piranha-Pflanzen, vor allem die Fliegen, die da töten kann und die dann gar nicht mehr im Weg ist. Also halt normalerweise ohne Feuerblumen, wenn man die jetzt keine nicht hätte, müssen wir halt hier immer im Zickzack so hoch und immer warten, bis die, oh Gott, bis die gerade hochgekommen ist und sich wieder verkrochen hat, die andere, die da unten ist. Und dann eben hier so langsam nach oben. Also hier sind der rechte und der linke Weg wirklich genau identisch und da gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden. So. Und hier ist wieder der nächste Checkpoint, sehr schön. Und das ist jetzt auch wieder ein kleiner Rätselraum. Da rechts ist nämlich ein P-Switch. Und wir werden uns erstmal die linke Seite angucken. Hier kommen jetzt auch ein paar Ranken vor, die zwischen den Röhren immer verlaufen. So, denn hier brauchen wir ihn auch gleich. Deswegen müssen wir auch gleich wieder zurück. Hilfe. Auch gleich wieder zurückgehen. Uns den P-Switch mitnehmen. Aber wir werden gleich ein Problem feststellen. Denn das Problem ist... Ah, shit, ey. Erstmal, dass ich mich hab treffen lassen. Aber das eigentliche Problem ist, dass wir den P-Switch hier nicht mitnehmen können, weil wir können den nicht nach oben werfen hier in Mario Bros. 3. Und dann Rank mitnehmen können wir den auch nicht. Deswegen, wir müssen ihn aktivieren und einfach schnell genug sein. Und jetzt schnell genug hier nach oben kommen. Was gar nicht so einfach ist, aber kann man auf jeden Fall schon hinkriegen. So, da sind wir auch schon. Perfekt. Geh weg. Geh weg. So, und dann hier durch. Und jetzt sind wir auch schon im letzten Raum. Hier gibt es nochmal sehr, sehr viele Münzen einzusammeln, weil nämlich aus allen möglichen Röhren Münzen geschossen kommen. Aber dafür ist der Raum auch nicht einfach. Wir müssen jetzt hier auch wieder so ein bisschen im Zickzack durchgehen, weil hier oben kommen wir ja noch nicht durch, weil es hier diese Pfeilplattformen auch vorkommen. So, Hilfe, okay. Und jetzt hier im Zickzack eben durch. Also jetzt hier nach unten gehen, genau.
dann hier wieder am besten kurz warten, bis das Viech rausgekommen ist. Und schnell hier nach oben. Und jetzt hier nach oben. Es ist ein bisschen kompliziert, auch der letzte Raum hier, was soll er ja auch. Und das hier ist die rettende Röhre, wo nochmal eine richtig fette Piranha-Pflanze rauskommt. Dort auf der rechten Seite kann man sich noch ein Leben holen, wenn man will. Wenn man das aber holen will, dann wird man sehr wahrscheinlich da nach unten fallen. Und man muss dann ein paar Abschnitte nochmal neu machen, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, nein, da kam das Ding noch raus, deswegen fliehe ich einfach. Und damit sind wir wieder draußen. Ja, hier noch ein bisschen Party, hier ist noch ein Leben. Und übrigens, diese Röhrenanordnung hier, das ist auch wieder symmetrisch, sieht ganz genauso aus, nur halt gespiegelt, wie die am Anfang. Und damit haben wir das Level abgeschlossen. Ja, ich finde das wirklich schon ein ziemlich schönes Level vom Design her. Ich habe mir schon Mühe gegeben, dass ich viele One-Ups, also One-Ups sind es gar nicht, also es sind schon ein paar One-Ups geworden, ja. Aber vor allem sind es auch viele Münzen, das ist nicht unfair, aber trotzdem hat es eine ganz gute Schwierigkeit. Es wird immer schwieriger von Mal zu Mal. Jeder einzelne Raum ist auch wirklich individuell gestaltet irgendwie. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Muss ich sagen, also ich mag das Level eigentlich schon, finde ich. Und was will ich euch noch zeigen? Ich will auf jeden Fall noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar, einmal will ich noch kurz erklären, diese Übergänge, die ich da immer gemacht habe, wie jetzt zum Beispiel hier, dass sie gar nicht so einfach waren umzusetzen, muss ich zugeben. Das ist nämlich echt nicht so einfach, wie man vielleicht meinen mag. Und zwar, wo habe ich denn da ein gutes Beispiel? Ich glaube zum Beispiel, ich will mal kurz zu dem Raum gehen mit dem Sprungbrett. Wo ist denn das? Das ist auf der anderen Seite. Moment, das will ich euch nochmal kurz zeigen. Und zwar, hier ist es, genau. So, ich habe nämlich, das ist nämlich echt ein bisschen doof, ich habe nämlich eigentlich am Anfang diese Röhrenanordnung da oben anders gehabt. Und zwar, ihr könnt sehen, dass die Röhren ja sowohl oben als auch unten enden, was eigentlich nicht so schön aussieht. Eigentlich hatte ich das nämlich am Anfang halt so, wie ich es jetzt gerade mache, außer die eine Röhre da, die ist noch komisch, werde ich euch gleich noch erklären. So, also hier so hatte ich das am Anfang. Halt, du musst auch noch weg. Na komm, geh halt weg. Genau. So, dass die eben halt nur hier oben rauskommt, das sieht ja auch viel schöner aus irgendwie, als wenn da oben extra noch so weitere Röhren sind. Das sieht mich ein bisschen komisch aus irgendwie, weil dann die Endung hier einfach nirgendwo hinführt. Aber ich musste das so machen. Denn das Problem ist, wenn ich halt eben, mach mal hier kurz irgendwas hin. Wenn ich halt hier nach oben gehe, dann muss ich das ja da unten jetzt widerspiegeln lassen, was da auf der anderen Seite gerade eben war. Und das musste ich jetzt so machen, dass ich hier auch solche Röhren hin platziere. Denn anders war das nicht möglich. Denn wenn ich versuche, einfach nur die Röhren nach unten zu bauen halt, dann wird das nicht klappen, weil die Röhren nämlich nicht an den Bildschirmrand zeigen dürfen. Also ich darf die hier gar nicht so weit nach unten setzen. Das klappt nicht und ganz außerhalb des Bildschirms darf ich die natürlich auch nicht setzen. Und deswegen war das gar nicht möglich, da nach unten einfach nur so einen Röhrenstrang quasi wirken zu lassen. Sondern es musste auch wirklich eine Öffnung irgendwie zu sehen sein. Und um das umzusetzen, musste ich das dann eben so machen. Weil wenn ich das Ganze nämlich so hinbaue, dann klappt es halt schon. Und deswegen muss ich das Ganze hier so machen, auf der anderen Seite eben, dass die Röhren auch auf der anderen Seite quasi immer noch eine Öffnung haben, was eigentlich nicht so viel Sinn macht, aber ich musste das eben machen, weil es anders gar nicht umzusetzen war und es ansonsten doof ausgesehen hätte. Also ich habe auch mich nicht immer hundertprozentig daran halten können, dass ich auch wirklich das genauso widerspiegle, was gerade auf der anderen Seite ganz unten oder ganz oben noch zu erkennen ist. Das ging nicht immer hundertprozentig, aber ich habe mir schon einigermaßen Mühe gegeben. Sogar übrigens mit diesen Objekten hier wieder habe ich auch versucht, das immer nachzubilden. Also ihr könnt ja sehen, dass hier eben so ein Boden ist mit so einem Objekt da, mit so einem extra Ding, was auch immer das darstellen soll. Und da habe ich auch drauf geachtet, dass das dann alles Sinn macht. So, jetzt will ich euch noch zwei andere Sachen zeigen. Ich habe nämlich auch zwei Bonusräume hier in dem Level versteckt, für die es überhaupt gar keine Anzeichen gibt und die ultra schwierig zu finden sind. Der wahrscheinlich auch keiner von euch gefunden, aber es gab auch wirklich überhaupt gar keine Anzeichen. Und zwar sind die einfach in irgendwelchen Röhren, die sehr schwierig zu erreichen sind. In diesem Fall ist zum Beispiel das hier eine. Wenn ich in die Röhre nämlich reingehe, komme ich zu einem geheimen Bonusraum, den wahrscheinlich keiner von euch gefunden hat, so ungefähr. Ich will mal kurz zeigen, was dann dort genau auf einen warten wird und vor allem, wie man da auch hinkommt. Also ihr könnt es euch schon denken, wie man da hinkommt. Am besten mit dem Sprungbrett. Ich glaube, man kommt da auch schon ohne Sprungbrett sogar hoch, wenn man sich ganz geschickt anstellt. Aber man soll es eigentlich mit Sprungbrett machen und die ist ja auch total unscheinbar. Ich meine, wer kommt drauf, dass man gerade da rein kann? Und deswegen habe ich das eben auch da versteckt. Yay! Und hier ist ein Bonusraum mit ganz, ganz viel Party und Feuerwerk und auch Millionen von Münzen, die man sich hier noch holen kann. Sehr schön, oder? Und es gibt noch einen zweiten Bonusraum, der genauso aufgebaut ist wie dieser hier, der auch in einer Röhre versteckt ist, zu der man nur ganz, ganz schwierig hinkommt. Und zwar, das ist vielleicht ein kleines Anzeichen darauf, die Bonusräume sind immer in den Räumen versteckt, wo auch Checkpoints sind. Also hier beim Checkpoint ist eben ein Bonusraum und dann bei dem zweiten Checkpoint im Oberbereich, da ist auch noch eine Bonusröhre und die ist auch mega schwierig, da hinzukommen. Und zwar ist es
die da, wo diese Piranha-Pflanze rauskommt. Da muss man jetzt nämlich auch wieder so ein bisschen Trick 17 anwenden. Ich werde mal kurz zeigen, wie genau das Ganze funktioniert. Wie gesagt, es gibt überhaupt gar keine Anzeichen auf die. Ich wollte einfach mal nur so völlig random Bonusräume einbauen und mal gucken, ob irgendjemand die auch nur ansatzweise findet. Aber wie gesagt, es war mir schon klar, dass halt, das wahrscheinlich eh niemand finden wird, weil es gibt hier halt einfach viel zu viele Röhren. Und jeder einzelne zu überprüfen, ob da irgendwo ein Secret ist, ist halt schon ein bisschen fies. Und zwar darf ich nämlich nur diese Münzen hier einsammeln. Die da rechts oben, die muss ich auf jeden Fall übrig lassen. Weil jetzt habe ich nämlich noch eine Plattform und kann dann dadurch hier in die Röhre rein. Anders geht das gar nicht. Und komme hier auch zu dem Bonusraum, der ebenfalls genauso aufgebaut ist. Auch ziemlich cool, oder? Einfach mal zwei so Bonusräume versteckt, die kein Mensch finden wird. So ungefähr. Aber jetzt wisst ihr es ja und könnt auch mal wirklich das überprüfen, dass da auch definitiv Bonusräume sind. Ich habe die im Prinzip auch nur eingebaut, weil ich halt nämlich noch ein paar Verbindungen für die Röhren übrig hatte. Also ich durfte noch zwei Wahrpunkte für die Röhren quasi setzen. Und dann habe ich mir gedacht, soll ich jetzt nochmal komplett neue Räume zwei bauen oder wie? Oder soll ich einfach solche Bonusräume einbauen vielleicht? Und dann habe ich mich halt dafür die Bonusräume entschieden. Genau. Gut, dann habe ich, glaube ich, soweit alles gesagt. Zu dem Level hier am Ende ist übrigens noch diese Röhre hier, dieser lange Röhrenstrang soll symbolisieren, dass man dann eben hier wieder nach draußen kommt und dann eben da das rettende Ziel auf der anderen Seite ist. Und die Bonusräume hier ist der eine und auf der anderen Seite, den habt ihr gerade eben auch schon kurz sehen können. Auf der anderen Seite ist der Bonusraum hier zwischen dem vorletzten Raum und dann dem Ziel, aber den kann man nicht sehen, habe ich extra so gemacht. Also hier, wenn man hier ganz am Rand steht, kann man den trotzdem nicht sehen und auch beim Ziel gilt dasselbe. Da habe ich eben auch noch ein bisschen Platz gehabt für den und habe ich eben hier noch so einen Bonusraum eingebaut, den wahrscheinlich so ziemlich keiner finden wird. Fand ich aber trotzdem irgendwie ganz cool die Idee. Wie gesagt, habe ich mir nochmal sehr viel Mühe gegeben bei dem Level, so designtechnisch, dass das alles ganz gut klappt und schön aussieht. Und auch die Idee finde ich ziemlich cool mit diesem Röhrenprinzip und dass die Piranha-Pflanzen immer stärker werden und dass die Rätsel teilweise auch schwieriger werden. Das ist ja auch so ein bisschen ein Rätsellevel sogar geworden am Ende, also bei ein paar Räumen muss man ein paar Rätsel lösen zumindest. Und ist schon ein cooles Level geworden, wie ich finde. Okay. Jo, dann, ich will auf jeden Fall noch andere Sachen machen in dem Part, obwohl der Part schon ziemlich lang ist, ja. Und zwar, jetzt möchte ich dann doch nochmal mir die Bedienungsleitung mit euch gemeinsam angucken. Das habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich das machen werde und jetzt ist auch der Zeitpunkt da. Ich habe jetzt nämlich auch das Super Mario Maker Artbook neben mir liegen, wo man ja auch sehr interessante Sachen damit anstellen kann. Aber erstmal hier zur Bedienungsanleitung selber. Da können wir schon rechts hier, wie hieß sie, Masahiku oder so, sehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gehen mal kurz durch alles Mögliche durch. Bauen, kombiniere Elemente und baue deine eigenen Level. Aber eigentlich will ich euch nur ein paar bestimmte Sachen zeigen. Ich werde mal durch jedes kurz durchscrollen. Also ihr könnt, wenn ihr das genau durchlesen wollt, euch mal kurz pausieren. Also es sieht schon alles sehr schön aus. Ich meine, dafür, dass es nur eine Bedienungsanleitung ist, haben sie sich hier schon wirklich mega viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Und deswegen ist es schon echt sehr, sehr schön, das Ganze. Dann als nächstes haben wir hier die Techniken. Genau. Mario Spur zum Beispiel, das kennen wir natürlich, also man kann sich auch verschiedene Videos angucken, wenn man will, da sind Soundeffekte, Schienen bauen, Haupt- und Unterbereiche, ja, aber das kennen wir natürlich alles, kopieren, Radiergummi, Fragezeichenpilz, was zum Teufel ist das denn, ja, irgendwie, es ist auch teilweise sehr seltsam, aber na gut, hier haben wir Mario steuern, ja, wie ich steuern kann, die Knöpfe, das sollte ich als Mario-Fan dann auch wissen. Das ist echt sehr schön gemacht, aber vor allem einen Reiter will ich euch dann noch genauer zeigen. Werden wir gleich noch sehen, was ist das hier? Hauptmenü, genau. Kann man halt sehen, was es da alles für Optionen gibt, die man da anwählen kann. Hier Optionen eben, oder der Speicherbord oder sowas. Was macht denn die da unten immer? Das sieht ja wirklich sehr interessant aus. Dann hochladen, genau, auch ganz, ganz wichtig. Wie kann man hochladen? Erst durchspielen, verdienen die Medaillen, hochgeladene Level löschen, bla bla blub. Außerdem Entwicklerschule Teil 2, da stehen, glaube ich, immer halt, das sieht auch witzig aus, da stehen halt immer irgendwelche Geschichten über die Entwickler und wie sie da drauf gekommen sind, das Spiel machen zu wollen und so weiter und so fort. Kann man sich auf jeden Fall auch mal durchlesen, das Ganze. Spielen, eine ganze Welt von Mario-Leveln. Ja, wie kann man Level spielen? Level aus aller Welt. Vorhin waren die 10 Mario-Challenge, hier ist die 100 Mario-Challenge. Level suchen, also auch ganz schön auf jeden Fall. Genau, es gibt ja schon über 1 Million Level, wahrscheinlich sogar mittlerweile über 2 Millionen vielleicht, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall eine Menge Level zum Spielen. Dann das Profil, erfahre mehr über dich und andere Baumeister, genau, mein eigenes Profil, Upload Courses, Start Courses, Play Courses, Play Info, das kennen wir natürlich auch alles. Dann haben wir hier noch Fragen und Antworten, das mache ich gleich. Und hier haben wir 10 Weisheiten, entscheide dich für ein Thema, dann beschränke dich auf das Nötigste. Konzentriere dich. Es ist schwierig, ein Level zu bauen, wenn dir andere Dinge im Kopf herumgehen. Sorge dafür, dass sich beim Bauen möglichst nichts ablenkt. Erledige zuerst alle anderen Dinge und mach dich dann in aller Ruhe ans Werk. Baue einen ganzen Level. Sei offen für Inspiration. Gib deinem Level einen Namen.
kritisiere konstruktiv, hol eine zweite Meinung ein, am Ende entscheidest du und Katzen sind niedlich. Wenn du Schwierigkeiten beim Bauen hast oder mehr Elemente platziert hast, als du überhaupt gebrauchen kannst, mach mit dem Radiergummi reinen Tisch. Am besten wählst du dazu noch die Katzenpfote aus. Manchmal hilft etwas Abwechslung dabei, die zündende Idee zu finden. Außerdem sind Katzen mit ihren pelzigen kleinen Pfötchen so niedlich. Also Katzen sind Edeltiere, die von Millionen Menschen auf der Welt geliebt werden. Ihre Niedlichkeit ist selbstverständlich bei Weitem nicht die einzige Eigenschaft, die sie liebenswert macht. Genauso, was zum Teufel? Genauso vielfältig sind die Gründe, aus denen jemand Gefallen an einem Level findet, der bei Level aus aller Welt hochgeladen wurde. Versuche zu verstehen, was Leute dazu bringt, einen Level zu mögen. Ja, sehr interessant das Ganze. Der Weg zum wahren Baumeister. Der Baumeister, der zu viel wusste. Okay, ein Koopa. Die Geschichte eines Koopas oder irgendwie so. Alle spielen meinen Level falsch. Bilder malen, Geschichten erzählen. Ja, also wirklich sehr schön das Ganze. Also wirklich für eine Bedienungsanleitung. Ich habe noch nie eine so aufwendige Bedienungsanleitung zu einem Spiel gesehen. Das ist schon echt richtig cool. So, jetzt ist Frage- und Antworten-Teil, der ist mega witzig. Wie ändere ich die Länge eines Levels? Wie finde ich Level, die meine Freunde oder Familienmitglieder gebaut haben? Wie füge ich Baumeister meinen Favoriten hinzu? Wie lösche ich Level, die ich hochgeladen habe, wieder vom Server? Ein Level, den ich hochgeladen hatte, ist irgendwie verschwunden. Warum? Was sind das für Münzen, die neben der Flagge meines Landes sichtbar sind? Wie kann ich ein Level anhand seiner ID suchen? Wie bekomme ich neue Elemente für den Levelbau? Das Spiel sagt, ich kann keine Level mehr hochladen. Was hat es mit dem Dings auf der Startseite auf sich? Werde ich euch gleich noch erklären. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen guten Level mache. Spiele erstmal die 10 Mario-Herausforderungen, es kann auch hilfreich sein, die Level anderer Leute zu speichern und dann belieben zu umzubauen. Du solltest auch unbedingt die 10 Weisheiten lesen. Heute war ein doofer Tag. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Versuche dich auf die kleinen Freuden des Alltags zu konzentrieren. Vielleicht ist dir ein guter Level gelungen, du hast einen tollen Baumeister deinen Favoriten hinzugefügt oder jemand hat dir einen Stern gegeben. Wir hoffen, morgen wird ein fantastischer Tag für dich. Oder ich mag keine Oliven auf meiner Pizza. Wie lange ist es denn her, dass du beim letzten Mal welche probiert hast? Vielleicht gibt es auch bei Super Mario Maker ein paar Level-Elemente, die du nicht ausstehen kannst. Es könnte sich aber lohnen, sie dennoch einmal auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht kommst du ja auf den Geschmack. Das ist so witzig einfach nur. Heute war ein doofer Tag oder ich mag keine Oliven auf meiner Pizza und dann einfach mal solche Antworten, das ist genial. Wer ist eigentlich diese Frau, die hier und da in dieser Anleitung zu sehen ist? Sie heißt Mashiku. Wenn du sie größer sehen möchtest, bewege den rechten Stick auf dem Gamepad nach oben, zurück nach R zur ursprünglichen Blabla. Ah, okay, da kann ich hier ranzoomen. Da ist sie. Hallöchen. Und einiges an Bares hat sie dabei und hier ist noch eine Taube. Auch sehr schön. Oh Mann, ey. Ja, ich kann auch rauszoomen sogar. Aber nee, mach mal wieder Standard. So, genau. Okay. Dann eine andere Sache noch, und zwar, ich mach mal Schließen oder Inhalt. Ich will eigentlich jetzt, ich will jetzt eigentlich diese Codes da eingeben, diese Videos mehr angucken. Bin ich jetzt wieder zurück? Ja. Gehen wir nochmal kurz drauf. Denn man kann ja auch diese Codes eingeben, die in dem Artbook, jetzt bin ich wieder hier, ne? Ich will doch zurück zum Hauptmenü. Wie komme ich denn zum Hauptmenü zurück? Muss ich ja immer jetzt auf zurückgehen? Oder ist ja nervig? Okay. Es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit, ich bin gerade nur zu doof. So, genau. Und zwar, genau, gib hier Codes aus dem Artbook ein. Also im Super Mario Maker Artbook, da steht also so wirklich so ziemlich auf jeder Seite irgendwie ein Code. Und ich blätter gerade mal so durch. Das sieht ganz witzig aus, warte mal. Moment. Und zwar 3452. Die dürften auch bei jedem dieselben sein. Also ich glaube nicht, dass die von Artbook zu Artbook verschieden sind. Das macht keinen Sinn. Also das sind mit Sicherheit überall dieselben. Und dann kann man sich immer ein Video angucken. Eines Tages habe ich mich gefragt, wie viele Dinge ich wohl in eine einzelne Clown-Kutsche stapeln könnte. Da habe ich es einfach ausprobiert. Man könnte denken, dass noch mehr Maxi-Steinblöcke ein besseres Fundament zum Stapeln gegeben hätten, aber sie sind so groß, dass dann nicht mehr viel anderes auf dem Bildschirm passen würde. Wir schauen uns das Ganze mal an. So. Videoqualität ist Standard, aber passt schon. So, durch da. Und? Jetzt bin ich gespannt. Warum hat er jetzt pausiert? Zeig mir halt den Ultraturm. Oder, ach, den baut er jetzt erst, okay. Aber das ist wirklich sehr interessant, weil der Turm, der teilt sich nämlich in zwei Hälften, was ich ehrlich gesagt gar nicht wusste. Ich wusste gar nicht, dass sowas halt so wirklich irgendwie geht, weil das sieht ja nämlich schon sehr komisch aus teilweise. Das können wir jetzt gleich noch genauer sehen. Ich spule mal ein bisschen vor. So. Genau. Da können wir jetzt sehen, in der Clownskutsche ist es eben die eine Hälfte, also die linke Seite quasi. Und jetzt dann gleich wird es auch eine rechte Seite geben, wie ich schon auf dem Artbook erkennen kann. Oder? Ist es so? Ist es ja auch so? Bei dem Video jetzt? Ah ne, hier ist es. Ach so, okay. Ach so. Ah, der fliegt jetzt da gleich rein und nimmt dann den anderen Turm noch auf. Ah. Siehst du mal, das sieht nämlich mega witzig aus. So ein zweigeteilter Turm. Das sieht echt verdammt witzig aus, muss ich sagen. Also, da kann man sich auch wirklich viele Inspirationen holen, wenn man irgendwie mal, wenn man unbedingt ein Level bauen will, aber keine Ahnung hat, was man bauen soll, dann einfach mal hier ein paar Videos sich angucken aus dem Artbook und dann kriegt man da bestimmt auch ganz, ganz viele Ideen, weil also, es gibt da bestimmt 100 Codes oder so, die da stehen, was ist jetzt nicht mal übertrieben, weil auf jeder einzelnen Seite stehen eigentlich welche, sogar mehrfach teilweise. Also, da sollte auf jeden Fall
genügend Inspiration dann geboten sein. Sehr schön, das Ganze. Gut. Ja, und obwohl der Part schon sehr lang ist, eigentlich möchte ich trotzdem noch was anderes machen. Also, dass der Part jetzt ein bisschen länger ist, ist nun mal so, aber es ist ja eh einer der letzten regulären Parts. Deswegen ist es schon okay. Ich möchte nämlich nochmal ein Level aus aller Welt spielen, und zwar ein Event-Level. Da ist nämlich auch wieder eins hochgeladen worden in den letzten Tagen, wo es, glaube ich, wieder auch ein neues Amiibo-Kostüm gibt, genau. Und es ist ultra passend, einfach nur, als hätte ich das geplant. Es ist nämlich NES Remix, was ich auch gerade Let's Play. Also, das ist so ein unfassbarer Zufall, einfach nur. Das ist echt heftig. Werde zum größten NES-Meister der Welt. In der NES Remix-Serie wird eine Reihe von Klassikern neues Leben eingehaucht. Dieser Level gibt dir einen kleinen Eindruck der verrückten Remix-Level, in denen alles etwas anders ist, als du es in Erinnerung hast. Spurte mit einem Superstern zum Ziel oder spiele ein Level von hinten nach vorne. Ja, also, das ist wirklich einfach so ein unfassbarer Zufall, dass ich das gerade erst auch vor 10, 11 Tagen oder so angefangen habe zu Let's Playen. Ja, ich glaube schon ein bisschen mehr sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist so witzig einfach nur, dass es jetzt hier ein Event-Level dazu gibt. Das ist echt genial. So, das ist also auch schon die erste Remix-Stage. Wir kriegen halt gleich am Anfang einen Stern. Ist das One-Up hier? Ja, das One-Up muss hier sein natürlich. Aber in die Röhre darf ich dafür nicht rein. Aber ist nicht so schlimm, passt schon. Aber irgendwie den Stern habe ich jetzt schon wieder verloren. Kriege ich hier schon wieder einen neuen? Ich glaub, der Remix soll hier dran nicht nur der Stern sein, sondern eben auch der. Ja, sondern auch der Skinny Mario, den wir ja auch gerade haben. Und da ist auch nur ein Pilz drin und keine Feuerblume, okay. Aber man soll das eben auch mit Skinny Mario machen. So, und hier geht's rein zu etwas anderem. Nämlich, zum Untergrundlevel. Und das müssen wir jetzt eben rückwärts spielen. Das war ja tatsächlich auch eine Stage aus NES Remix. Da musste man nämlich als Luigi spielen und musste dann eben auch das Ganze rückwärts spielen, also von rechts nach links. Also es ist wirklich original so, wie es auch in NES Remix vorkommt, das Ganze. Wie wir es hier jetzt gerade sehen können. Also es ist echt total cool, muss ich sagen. So, ist hier eigentlich noch die Feuer... Hier ist eine Feuerblume jetzt sogar drin, okay. Aber ich will bei Skinny Mario bleiben. Ist auch hier der... Genau, hier ist auch der Münzblock, sehr schön. Den gibt es auch im Original. Dann ist bestimmt auch hier oben ein One-Up, dass ich mir... Ah ne, es geht in die andere Richtung. Verdammt, komm her. Okay, trotzdem geholt, wunderbar. Aber da kann ich wahrscheinlich nicht rein. Ne, kann ich nicht. Da könnte man im Original ja eigentlich... Was tue ich denn? Eigentlich rein. Geht hier nicht, aber ist auch verständlich, weil eben die Unterbereiche ihnen ausgegangen sind, so langsam. Dann das Ding. Was ist eigentlich, wenn ich die Warp-Zone benutze? Und hier ist auch irgendwo ein Pilz. Ich glaube hier, genau. Ah, ein Amiibo-Kostüm sogar. Und zwar Luigi sind wir jetzt hier. Wie passend, denn den hat man ja da auch gespielt, wie gesagt, in der Remix-Stage. Und ich will jetzt mal kurz gucken, was in der Warp-Zone ist. So. Okay, einfach drei Röhren. Ich gehe mal dann zu... Ah, yeah, ich gehe mal dann zu Welt 4. Das hier müsste Welt 4 sein, aber enden wahrscheinlich alle gleich, einfach. Ah, ne, ich krieg ein bisschen Bonus noch. Ah, ein Peace-Switch noch und ich bin... Frosch-Mario, na gut. Ah, ich glaube, Frosch-Mario kriegt man hier auch übrigens. Was? Remix. Ah, genau, Remix. Sehr schön. Und ich lande beim Ziel. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Und damit haben wir unser 108. Amiibo-Kostüm bekommen, nämlich eben den Frosch-Mario, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und damit fehlen nur noch zwei weitere. Sehr schön. Okay, Leute. Dann würde ich aber sagen, war's das für diesen Part von Let's Play, jetzt wollte ich fast NES Remix sagen, von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird, wieder einmal mit euren Leveln. Und die kommen jetzt schon gar nicht mehr so oft bis zu Part 84. Part 84 kommt ja am Donnerstag, wie gesagt. Und da will ich euch dann nochmal ein paar weitere Infos geben, wie dann das Let's Play im Weiteren so ablaufen wird. Weil nach Part 84 wird sich ja einiges verändern. Es wird danach noch nicht komplett beendet sein, wie gesagt, aber es wird sich halt ein bisschen was verändern. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!